the speed of sound. Hey und ganz herzlich willkommen zum Update vom 29.03.2017. Was ist für diese Woche wieder? Also wir müssen der Familie Rockwell helfen. Da ist ja Thomas, der so ein bisschen wie ein Zombie aussieht. Für ihn müssen wir ein Gegenmittel für die Krankheit finden. Und das ist heute die Quest, die wir machen können. Dann ist der Pferdemarkt im Westkap Fischerdorf aufgebaut. Und Star Stable hat drei Songs auf Spotify mittlerweile da. Und die könnt ihr euch anhören und reinhören, weil wir fangen jetzt erstmal an wie heißt sie denn nochmal? Frau Rockwell? Warte, Lisa? Genau, mit Lisa. Mandy, mein armer lieber Artwell, er ist gegangen, ohne es mir zu sagen. Wir müssen ihn einholen, bevor er seinen Vater findet. Er würde mir das Herz brechen, wenn Edward herausfindet, in welchem Zustand Thomas ist. Ganz zu schweigen, welche Auswirkungen das auf Thomas hätte. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Du meinst, wir können Edward auf Aas Karamela einholen, Mandy? Bevor er den Bunker erreicht. Okay, wir dürfen keine Zeit verlieren. Reiten wir zum Bunker an der Wrackküste. Halt durch, Edward. Mama ist unterwegs. Okay. Dann versuchen wir das mal. Ich habe immer Angst, dass sie da runterknallen. Oh, sie backt schon ein Pferd. Okay, das sieht sehr interessant aus. Egal. Wir müssen da jetzt ganz schnell hin. Ist er denn schon? Ich hoffe, wir finden ihn noch auf dem Weg, weil irgendwie... Also der Vater ist ja nicht wirklich in einem guten Zustand und... Upsala. Der wollte uns ja auch schon was antun. Also mir. Ich habe das nicht aufgenommen gehabt, glaube ich. Das war nämlich vor einem halben Jahr oder so. Aber gut drauf war er nicht. Ich glaube, wir haben für ihn sogar Kekse gemacht. Und uiuiui. Ich hoffe, wir holen den noch ein. Oder ich finde den noch. Ich weiß es nicht. Kinder sind ganz schön schnell. Oder Jugendliche. Okay. Upsala. Wir schaffen das. Oh. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Epona ultra schön finde? Ich finde das so toll mit diesem Sumpf. Das sieht so schön aus. Upsala. Es leckt sogar ein bisschen. Okay, der Bunker ist da vorne. So, wir haben es gleich. So. Vielleicht ist er hier schon. Ja, da ist er. Nein, stopp. Oh nein, wir kommen zu spät. Keine Zeit zum Reden. Ich muss in den Bunker gehen. Kommst du, Mandy? Oh, das kann jetzt echt gefährlich werden. Okay, absteigen und hinrennen. Kann ich? Ja, okay. Ich will eigentlich gar nicht sehen, was passieren kann. Aber, oder? Okay. Erstmal da hinten hin. Bitte nicht. Da. Oh. Zeig dein Gesicht, du Feigling. Ich weiß, dass du da bist. Ich kann dich hören. Aber Edward, du musst verstehen, dass ich dich nicht verlassen wollte. Ich kann nichts dagegen tun. Oh je. Oh, wenn ich gestresst bin, das Gift noch stärker. Lisa und Mandy, schön euch zu sehen. Ihr müsst Edward hier rausholen. Geht und lasst mich hier. Es spielt keine Rolle, was passiert ist. Du musst bei uns bleiben, Papa. Hör auf, Edward. Ich wünschte mir nichts mehr, als bei euch zu sein. Aber ich kann einfach nicht mit. Mit diesem Gift in mir kann ich nicht unter normalen Menschen leben. Oh, es tut mir so leid, meine Lieben, aber ich kann nicht bei euch bleiben.
Ich muss gehen. Leb wohl, meine wunderbare Familie. Nein, Papa, geh nicht. Ich verstehe das nicht. Was für ein Gift. Oh, da tut mir so leid. Oh, hallo. Ich erkläre es dir. Ich fürchte, du hast recht, Mandy. Wir müssen Thomas nicht helfen, also können wir auch gehen. Wir können Thomas nicht helfen, also können wir auch gehen. Ich will nicht, dass Edward in Thomas Nähe ist, wenn er so ist. Tu, was ich sage, Edward. Geh jetzt raus. Ich erzähle dir, sobald du draußen bist. Ich erzähle es dir, sobald du draußen bist. So. Ah, Savannah! Savannah! Na? Schön, dich zu sehen. Warte, stopp! So, hi! Okay, ich muss aber, bevor ich rausgehe, das ist irgendwie voll lustig, ihr könnt die Tür zumachen, ihr könnt euch dann hier, hinstellen und dann, ich finde das voll cool, okay, Spaß beiseite, so, wieder zurück. So, oh Mann. So. Dann bin ich mal gespannt. Edward, halt! Wie konntest du nur allein hierher kommen? Verstehst du nicht, wie gefährlich das ist? Er versteht, glaube ich, gar nicht. Du müsstest mal ein bisschen klären hier. Mama, warum hast du mir nicht gesagt, dass Papa krank ist und in einem Bunker lebt? Natürlich werde ich nach ihm suchen. Und wenn du es mir noch nur früher gesagt hättest, dann hätte ich schon jetzt schon anfangen können. Warum hast du das gemacht, Mama? Ich bin kein Kind mehr, also hör auf, mich wie ein wie eines zu behandeln. Edward, ich weiß, dass du kein Kind mehr bist, aber dein Vater ist sehr krank und ich wusste nicht, wie er reagieren würde, wenn er dich sieht. Seit er vergiftet wurde, kann er seine Gefühle nicht mehr kontrollieren und er hätte dich verletzen können. Ich könnte es nicht ertragen, wenn du wenn du in irgendeiner Weise gekränkt oder verletzt wirst. Bitte verzeih mir, Edward. Aber Papa ist krank und braucht meine Hilfe. Du musst dich nicht um mich sorgen. Die einzige Person, um die wir uns Sorgen machen müssen, ist Papa. Du brauchst mich nicht mehr zu beschützen, Mama. Hör auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln. Ich werde ein Heilmittel für ihn finden. Können wir nicht irgendwas tun, um Papa zu helfen? Du denkst, dass die Jarvik-Wurzel ihn heilen würde, Mandy? Warum können wir ihm nicht einfach etwas davon geben, was das Gift hindert, ihn daran, sich selbst heilen zu wollen? Also können wir gar nichts tun? Du glaubst, du kannst es schaffen, Mandy, indem du ihm unbemerkt das Gegenmittel gibst? Aber wie? Ja, wie wollen wir Thomas überlisten, Mandy? Was meinst du, Mandy, wenn wir die Jorvik-Wurzel einfach in sein Essen mischen, ohne dass er es bemerkt, dann würde er geheilt werden? Was sagst du, sollen wir tun, Mandy? Ein Lippenbalsam mit der Jorvik-Wurzel darin verwenden? Wirklich? Du sagst also, dass Papa jeden Abend in unserem Haus kommt und dass Mama ihn immer mit einem Kuss verabschiedet, wenn er geht? Dann würde die Jorvik-Wurzel durch den Lippenbalsam in seinen Körper gelangen, wenn Mama ihn küsst. Und ich verstehe, eine großartige Idee, Mandy. Aber woher bekommen wir diesen Lippenbalsam? Ich glaube, ich habe eine Idee. Irgendwo in der Nähe vom Mondsicheldorf soll ein sehr guter Alchemist wohnen. Er könnte uns helfen, den Lippenbalsam herzustellen. Ich weiß nicht, wo er genau wohnt, aber sein Haus soll etwas ganz Besonderes sein, sodass wir es nicht leicht finden können. Ich glaube, ich weiß sogar welches. Okay, wir werden Papa heilen. Hurra! Oh, du bist ein Genie, Mandy. Ein Lippenbalsam mit der Jorvik-Wurzel. Darauf wäre ich nie gekommen. Du sagst, du kannst sofort zum Alchemisten reiten, um den Lippenbalsam zu besorgen, Mandy. Toll, in der Zwischenzeit werden Edward und ich nach Hause reiten. Hier ist die Jorvik-Wurzel für den Lippenbalsam. Such den Alchemisten in der Nähe vom Mondsichdorf. Beeil dich, Mandy. Das Schicksal meiner Familie liegt in deinen Händen. Ah, hier ist Rocky. Oh Mann, die machen mir jetzt auch noch so einen Druck. Oh Gott. Okay, unter Druck kann ich nicht arbeiten. Wir müssen ein Haus finden, das ein bisschen außergewöhnlich aussieht.
Okay. Ich denke nicht, dass es das größte Problem sein wird, denn es gibt, ich weiß nicht, so viele gibt es doch gar nicht. So, wir müssen. Okay, hier gibt es keinen. Wir müssen erstmal fragen, wo es einen geben könnte. Ich glaube, da brauche ich gar nicht fragen, oder? Nein, ich mach's einfach mal. Ja, ich suche weiter. So. Ist hier noch eine Person? Ich muss da, glaube ich, einmal rüber. So. Anscheinend hier. Okay. Wer bist du denn? Ah, der heißt Frederik. Okay. Ahoi Mandy, ich bin Frederik. Schön, dich kennenzulernen. Es ist nett, wenn mal jemand für ein Gespräch vorbeischaut. Egal, wer das auch sein mag. Ich lebe meistens in meiner eigenen kleinen Welt und rede daher nicht mit vielen Leuten. Eigentlich mit niemandem. Du scheinst etwas auf dem Herzen zu haben. Ja, was ganz Dringendes. Du fragst dich also, ob ich ein guter Alchemist bin. Nicht nur gut, absolut genial, wenn du mich fragst. Warum fragst du? Ob ich einen Lippenbalsam herstellen kann? Na sicher, das ist ein Kinderspiel. Aber wozu brauchst du es? Du sagst, du brauchst meine Hilfe? Niemand in diesem Dorf fragt mich jemals um Hilfe. Jeder betrachtet mich als selbstverständlich. Du sagst, du kannst meine Hilfe in diesem Fall. Du brauchst meine Hilfe? In diesem Fall, Alchemist Frederik, zu deinen Diensten. Ich werde den li besten Lippenbalsam herstellen, den du je gesehen hast. Ich würze ihn mit den süßesten Beeren, die man sich vorstellen kann. Wie wäre es mit Erdbeeren oder Kirschen? Wir könnten den Balsam auch aus den hübschen, duftenden Wi Wildblumen herstellen, die aus dem, auf den Feldern hier wachsen. Überlass es mir, kein Problem, das wird einfach toll. Du sagst, du brauchst einen Lippenbalsam, der aus der Jorvik-Wurzel hergestellt wurde. Hast du schon einmal Jorvik-Wurzel gekostet? Sie schmeckt schlimmer als alte, verschwitzte Socken. Igitt! Entschuldige, dass ich frage, aber wofür brauchst du denn brauchst du den Lippenbalsam? Du erzählst Frederik vom tragischen Vorfall der Familie Rockwell. Rockwell, keine Ahnung. Oh nein, oh nein, oh nein! Ist es Gift hier in Epona? Oh je, das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Oh je, ich habe sie gewarnt, dass das passieren würde. Aber niemand wollte auf mich hören, natürlich. Und jetzt geht es hier in unserem kleinen Dorf los. Ja, kannst du mal sehen, das geht recht schnell. Willst du wissen, was ich drüber weiß? Nun, ich sage, ich habe schon lange versucht, den Leuten klarzumachen, wie stark verseucht der Sumpf der Hexe Pie ist. Hätten sie mir zugehört, wäre das niemals passiert. Die Einheimischen nennen das, was Thomas hat. Thomas hat den Fluch des Sumpfes. Sobald das Gift in den Blutkreis gelangt, dreht das Opfer durch. Nach und nach verliert er sich selbst und alle positiven Gedanken. Das Gift ist wie ein Parasit, der die Persönlichkeit des Opfers in etwas Schreckliches verwandelt. Am Ende glaubt der Infizierte, dass sein neues negatives und destruktives Verhalten normal ist. Und am schlimmsten, er wird selbst zum Überträger des Virus, wenn er nicht rechtzeitig geheilt wird. Und da diese Personen auch sehr aggressiv und unberechenbar werden, geben sie diesen schrecklichen Fluch an andere weiter. Das gesamte Dorf ist in Gefahr. Sag mir nicht, dass du auch das Gift in dir hast. Hat er dich gekratzt oder gebissen? Puh. Du hast Glück, dass du nicht infiziert bist. Gut, dass du hierher gekommen bist, Mandy. Es ist noch Zeit, Thomas Rockwell tragisches Schicksal zu ändern. Okay. Entschuldige, aber ich will nur sagen, juhu, endlich mal eine richtige Mission. Ich hatte schon lange keine Möglichkeit, etwas so Aufregendes und Wichtiges zu tun. Genauer gesagt, glaub ich nicht, dass ich so etwas überhaupt schon einmal gemacht habe. Sorry, aber das ist so spannend. Ich kann dir helfen. Ich habe das perfekte Rezept für das, was du suchst. Aber ich will die Folgen etwas kürzer halten, weil, ja. Das sehen wir bei der nächsten Folge.
Ich halte es jetzt spannend, aber ich wünsche euch viel Spaß beim Questen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!